Hallo, kurz bevor es hier losgeht, ein kurzer Hinweis. Und zwar geht es in dieser Episode unter anderem um meinen Besuch im KZ Dachau, Konzentrationslager Gedenkstätte. Und wer dazu nicht einschlafen kann oder möchte, der kann das entsprechende Kapitel einfach überspringen. Ich wollte euch nur vorgewarnt haben, falls ihr damit getriggert werdet oder ähnliches, dann wisst ihr hiermit Bescheid. Und es gibt noch ein Update, und zwar habe ich ein neues Konto für den Podcast. Es gibt ja viele von euch, die mich mit einem monatlichen Dauerauftrag finanziell unterstützen. Das ist eigentlich überhaupt nicht nötig. Ich habe genug Geld und die Spenden übertreffen meine Kosten bei weitem. Und das ist insofern auch sinnvoll, wenn ihr euer Geld lieber an etwas Sinnvolleres spendet, wie Ärzte ohne Grenzen, Sea-Watch oder irgendwas Sinnvolles. Und trotzdem machen es viele und ich freue mich darüber sehr, denn diese Art von wertschätzendem Feedback, die zeigt mir einfach ganz physisch, dass es euch wertvoll ist, was ich hier mache. Dafür ganz herzlichen Dank. Die Kontonummer ändert sich. Die Bank, die ich bisher dafür benutzt habe, die Fidobank, die stellt ihren Betrieb ein. Ich habe jetzt ein neues kostenloses Konto gefunden und eingestellt. Die neue IBAN findet ihr bei micfm-danke. Martha Ida Konrad. Friedrich Martha-danke. Und genau das wollte ich damit sagen. Danke. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 528. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es ein bisschen Rilke aus der 10. Duineser Elegie und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, ich habe eine Sache für euch, die vielen von euch sehr gut gefällt, und zwar ein Reisebericht. Ihr mögt ja Reiseberichte immer sehr gern. Ist aber eine etwas ungewöhnlichere Reise. Ihr kennt das ja, wenn ich in die USA fliege, das ist eine Arbeitsreise und ich erzähle euch nur von dem, was ich so drumherum gemacht habe. Dieses Mal bin ich nach München gereist. Das ist nicht ganz so weit wie Kalifornien, aber auch eine Reise wert, und auch dort habe ich gearbeitet. Die Umstände waren allerdings ein bisschen anders als in den USA. Ja, wie war der Plan? Ich fange mal vorne an. Ich arbeite für eine Firma, die hat den Hauptsitz in Kalifornien, und in Deutschland gibt es zwei größere Standorte, das ist München und Hamburg. Ich weiß gar nicht, welcher von beiden größer ist, ehrlich gesagt. In Hamburg ist die Hälfte Entwicklung, Softwareentwicklung, dazu gehöre ich, ja auch ich, und die andere Hälfte ist Vertrieb und Beratung, und in München ist fast gar keine Entwicklung, nur ganz wenige Entwickler und dafür aber ganz viel Vertrieb, Beratung, Personal und sowas, Marketing, genau. Und ja, ich habe halt zwei Leute in der Nähe von München, die ich schon länger mal dort besuchen wollte. Die kommen zwar ab und zu nach Hamburg und wir kennen uns natürlich persönlich, aber ja, ich dachte, warum sollen die immer nach Hamburg kommen? Ich kann ja auch mal eine Woche von München aus arbeiten und dann eben die Zeit dort mit denen verbringen, aber eben auch mal die Marketingleute dort treffen und die Personaler und so. Ja, und das bietet sich an, weil ich ja einen Bruder habe, der in der Nähe von München lebt, in ja, einer kleinen Vorstadt, Vorort von München mit S-Bahn-Anbindung, und genau, da wollte ich dann die Woche verbringen. So, und jetzt war es auch noch so, dass sich dafür angeboten hat, die Woche, zwei Wochen vor Ostern. Aus irgendeinem Grund hat sich das angeboten. Und da ist dann hier in Niedersachsen sind schon Osterferien. Also habe ich mein jüngeres Kind gefragt, willst du vielleicht mitkommen? Weil das jüngere Kind hat Freunde in München und auch drumherum. Und war natürlich total begeistert. Also haben wir uns zu zweit für eine Woche bei meinem Bruder eingemietet, und ja, ich habe von dort aus gearbeitet und das Kind hat dann dort Ferien gemacht, beziehungsweise ja, Freunde besucht, was nicht so ganz günstig war, weil die Kinder von meinem Bruder hatten eben noch keine Ferien. Ja, aber der Reihe nach Anreise und Abreise haben wir per Bahn gemacht. Ich mag innerdeutsche Flüge nicht so gerne, auch wenn Hamburg-München eine Strecke ist, da kann man argumentieren, dass Fliegen sich zeitlich schon lohnt, aber im Sinne der Umwelt mache ich das einfach nicht so gerne. Also sind wir schon am Samstag in den Zug gestiegen, und alles lief glatt. Alle Züge waren pünktlich, alle Züge waren sogar überpünktlich.
bis auf den ersten, der allererste Zug, in den wir steigen wollten, von Spritze nach Hamburg. Der ist ausgefallen, also der hatte nicht einfach Verspätung, sondern der ist einfach sang- und klanglos ausgefallen. Leider war der sehr früh, also wir waren am Samstag sehr früh unterwegs und es hätte halt einfach nicht geklappt. Also wir haben dann auch nicht einen Zug früher schon mal angepeilt, sondern hätten halt 20 Minuten Umsteigezeit am Hauptbahnhof gehabt und das wäre ja auch reichlich gewesen, auch mit Verspätung. Aber wenn er einfach ausfällt, dann ging das halt nicht. Hat sich glücklicherweise meine Frau spontan bereit erklärt, uns nach Hamburg zu fahren mit dem Auto, was natürlich irgendwie doof war für sie, aber ja, das hat halt gerade so geklappt. Ab da war allerdings dann alles perfekt, also alle Züge sind gut gefahren, genau. So viel zur Reisesituation. Also Bahnreisen, ich mache das lieber als Fliegen. Das Fliegen ist immer so, also nicht nur wegen des Umweltaspekts, sondern auch, weil im Flugzeug sitzen ist für mich halt immer eine Qual, weil ich halt sehr lange Beine habe und ich passe in diese Sitze nicht rein. Die Sitzreihen sind enger zusammen, als meine Oberschenkel lang sind. Ich muss meine Beine immer ein bisschen falten und dann sitze ich immer hinter jemandem, der dann auch seine Rückenlehne zurückdreht, was ja auch sein gutes Recht ist, aber es passt halt einfach hin und vorne nicht. Auf diesen kurzen Flügen, Hamburg-München ist ja vielleicht gerade mal eine Stunde oder so in der Luft, gibt es auch nicht die Möglichkeit, dann irgendwie wie auf den Langstreckenflügen, da kann ich einfach mal aufstehen und rumlatschen. Also wenn ich nach Kalifornien fliege, dann gehe ich meistens irgendwie eine halbe Stunde zu Fuß irgendwie oder noch eine Stunde durch das Flugzeug, einfach um nicht irgendwie 11 Stunden auf dem Platz zu sitzen oder zu liegen oder was auch immer. Das geht auf diesen kurzen Flügen gar nicht. Das heißt, man ist irgendwie eine Stunde oder anderthalb, ich weiß gar nicht, wie lange das ist, von Hamburg nach München, ist man irgendwie bin ich in den Sitz eingezwängt. Aufstehen geht nicht, weil der Gang halt gebraucht wird für den Getränkewagen, der hin und her fährt und so. Ja, nicht so. Ich mag es einfach nicht so. Und dann dieses ganze Drumherum mit, man muss durch die Security, man muss rechtzeitig da sein zum Einchecken. Von hier zum Hamburger Flughafen ist es auch irgendwie eine Dreiviertelstunde mit dem Auto plus Stau. Und auf der A7 ist ja auch gerade Dauerbaustelle vor dem Elbtunnel. Und also am Ende spart man gar nicht viel Zeit. Und wenn man den richtigen ICE bekommt von Hamburg nach München, dann fährt er auch nur irgendwie 6 Stunden oder so. Das geht ja eigentlich auch vergleichsweise schnell. Natürlich ist man mit dem Flugzeug noch schneller, aber ob ich jetzt 4 Stunden unterwegs bin oder 6 insgesamt an Zeit inklusive Anreise zum Flughafen, Wartezeit und so weiter, kommt man ja auf so eine Zeit, dann ist der Tag halt eh für einen Eimer. Genau. Ja, ansonsten hat das alles ganz gut geklappt. An einem Samstag, als wir angekommen sind, hatte mein Bruder noch keine Zeit. Der war irgendwie bei Schwiegerpapas Geburtstag irgendwie verplant. Also haben wir uns in eine kleine Pension in Otterfing eingebucht. Haben den Sonntag dann noch dazu genutzt, um Freunde zu besuchen, nämlich die Waschkaus. Kennt ihr vielleicht vom Hoaxilla-Podcast, habe ich hier auch schon oft genug Werbung für gemacht. Und solltet ihr alle mal reinhören, Hoaxilla, ein sehr guter Podcast. Wenn man sich für Verschwörungsmythen interessiert, Verschwörungserzählungen, da werden die alle aufgedeckt und erklärt, wie es dazu kam. Außerdem machen die noch eine ganze Reihe weiterer guter Dinge. Die sind jetzt seit diesem Jahr beide selbstständig, Alexander und Alexa. Genau, und wir kennen uns seit frühesten Podcasting-Tagen. Die sind ja relativ am Anfang ihrer Podcast-Karriere von Münster nach Hamburg umgezogen. Und in Hamburg haben wir uns dann kennengelernt und schätzen gelernt und ja, jetzt wohnen sie halt in Süddeutschland und ja, war ich in der Nähe und dann konnten wir uns endlich mal wieder sehen und einen ordentlichen Plausch ausführen, haben schön Kuchen gebacken und ja, haben es uns gut gehen lassen. Das war sehr schön. Schöne Grüße an dieser Stelle an die Familie Waschkau. Ja. So, und dann ja, wollte ich halt Montag bis Donnerstag wollte ich arbeiten, Freitag hatte ich mir freigenommen. Montag ins Büro ging nicht, weil da ein Streik war. Die öffentlichen Nahverkehrsbetriebe haben gestreikt. Insofern konnten wir nicht nach München reinfahren. Mit dem Auto wäre es sehr lang gewesen und wir hatten doch gar kein Auto. Und außerdem waren die Straßen da natürlich auch voll. Hat also keinen Sinn ergeben. Also habe ich am Montag noch Homeoffice gemacht. Im Home meines Bruders sozusagen. Es hat auch sehr gut funktioniert.
Am Dienstag haben wir uns aber noch einen weiteren Tagesordnungspunkt vorgenommen. Und zwar hat eine Hörerin, die Bettina aus München, hat mir schon mal angeboten, wenn ich das nächste Mal meinen Bruder besuchen fahre, soll ich mich doch mal melden, denn sie macht so Führungen durch München, aber eben auch durch die KZ-Gedenkstelle Dachau. Da ist sie zertifizierte Führerin und hatte mir angeboten, wenn ich da Interesse hätte, könnten wir das mal machen, und habe ich Interesse dran. Ich kenne zwar schon KZ-Gedenkstätten hier in Norddeutschland, Bergen-Belsen und Neuengamme, aber in Dachau war ich noch nie, und das ist ja auch eine, von der man schon öfter mal was gehört hatte, aber ja, ich bin jetzt nicht jemand, der sich hinsetzt und die Geschichte von KZ-Gedenkstätten aus der Ferne recherchiert. Es ist dann doch immer eindrücklicher, dort vor Ort zu sein. Ja, das haben wir am Dienstagvormittag gemacht, haben einen sehr schönen Tag erwischt. Es war sehr kalt, aber sehr sonnig. Wir haben uns da frühmorgens getroffen und dann haben wir eine sehr interessante Führung bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr bedrückend, dort zu sein. Und ich hatte meine Kollegen gefragt, ob die mit hinkommen wollen. Hatten sie aber beide kein Interesse. Der eine, der reist halt auch von außerhalb von München an und der hat es so früh gar nicht geschafft. Und die andere hat mir hinterher gesagt, naja, wenn ich die KZ-Gedenkstätte besuche, kann ich hinterher irgendwie schlecht arbeiten, weil es halt doch sehr bedrückend ist. Und das war es auch. Aber es war auch sehr interessant. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass die KZ-Gedenkstätte, dass das KZ Dachau damals, als es noch keine Gedenkstätte war, sondern das KZ, dass dort sehr viele Sachen ausprobiert und quasi erfunden worden sind, die dann von den Nazis in den anderen KZs eben auch so gemacht worden sind. Ja, und dass es dort ein Krematorium gab, ein großes, war klar, aber dass es dort auch eine Gaskammer gab, die dann aber offenbar nie zum Einsatz gekommen ist. Sehr interessant. Genau. Ja, falls ihr die Gelegenheit habt, mal KZ-Gedenkstätten zu besuchen, es ist ein Downer, ohne Frage. Es zieht einen runter, auch wenn man vorher schon wusste, was da drin so geschehen ist. Ich finde es wichtig, dass diese Erinnerung wachgehalten wird, dass wir uns immer daran erinnern, was in der Nazi-Zeit in Deutschland passiert ist, wozu Menschen so fähig sind und das trotzdem irgendwie für eine gute Sache halten, wie gut wir darin sind als Menschen, die Augen davor zu verschließen, was so um uns herum passiert, wenn es uns nichts angeht. Das sind immer so ja, Momente, wo man sich dann nochmal bewusst machen kann, wie verletzlich diese Systeme sind, von denen wir uns, ja, in denen wir uns in Sicherheit wägen. Ich meine, es ist zwar wichtig, dass man sich als Mensch nicht ständig in Unsicherheit fühlt und Angst hat und so, aber dass man sich klar macht, wie verletzlich unsere Umgebungen sind, in was für schreckliche Situationen eine Gesellschaft hineingeraten kann. Aber das ist schon wichtig. Ja, deswegen bin ich froh, dass es diese Gedenkstätten gibt und Menschen wie Bettina, die dann da eine Führung anbieten, kann man natürlich auch buchen, wenn man nicht gerade eine Hörerin hat, die da eine kostenlose Führung gibt. Hat ja nicht jeder, fühle ich mich auch wieder sehr privilegiert. Schönen Dank an dieser Stelle nochmal an Bettina. Es war eine sehr interessante Führung. Habe ich viel von mitgenommen und hat uns beide noch eine ganze Weile bewegt. Ja, es war gut. Genau. So, und dann bin ich aber mittags dann doch ins Büro, habe da meine Kollegen getroffen. Ich habe noch einen weiteren Entwickler getroffen. Es gibt, wie gesagt, nicht so viele in München. Und das war auch ganz gut, da mal eine Verbindung aufzubauen zu anderen aus der Softwareentwicklung, die dann dort eben an einem anderen Standort sitzen, zu denen man nicht so konnte, die insgesamt halt dann ausschließlich mit Leuten in anderen Standorten, also Bukarest, Kalifornien, und natürlich auch Indien dann zusammenarbeiten. Genau, das ist immer ganz gut, dann nochmal so lokale Bündnisse zu schmieden. Ja, das war der Dienstag. Da hatten wir auf der Rückreise ein lustiges ÖPNV-Erlebnis. Und zwar gibt es in
Also man muss da mit der S3 Richtung Otterfing fahren. Und da gibt es eine Facebook-Gruppe laut meines Bruders, der dort wohnt, mit anderen Leuten, die dann in Otterfing und Holzkirchen und so wohnen. Die heißt Stuck in Deisenhofen, denn es gibt immer mal wieder die Situation, dass die S-Bahn-Züge eben nicht durchfahren bis dorthin, wo man hin will, sondern eben in Deisenhofen auf einmal Endstation haben. Und dann muss man da aussteigen und muss dann auf die nächste S-Bahn warten. Und das ist uns an diesem Dienstag auch passiert. Normalerweise braucht man von dem Büro, in dem wir arbeiten, also Georg-Brauchle-Ring, da in der Nähe vom Olympia-Einkaufszentrum, bis nach Otterfing vielleicht eine Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln. An dem Dienstag waren es dann leider 2,5 Stunden, weil erst die U-Bahn zum Hauptbahnhof nicht gefahren ist und dann die S-Bahn Verspätung hatte. Und es lag nicht an dem Streik, der am Tag vorher war, sondern da war einfach irgendwas anderes kaputt. Stuck in Deisenhofen habe ich dann auch mal erlebt. Lustigerweise hatte ich sogar an dem Dienstagabend noch ein Meeting, das ich dann von der S-Bahn aus machen wollte. Eigentlich wollte ich es bei meinem Bruder machen, als abendliches Homeoffice. Ich finde es immer ganz gut, wenn man am frühen Abend, späten Nachmittag, frühen Abend, dann eine längere Zeit Pause von Meetings hat und dann aber am späteren Abend noch weitere Meetings, dann finde ich es immer ganz gut, die dann nicht noch vom Büro aus zu machen, sondern im Homeoffice. Und das habe ich da probiert, aber es hat nicht geklappt, weil ich als Duck in Deisenhofen war. Und dann habe ich meinem Arbeitskollegen aus San Jose mal den wunderschönen Bahnhof in Deisenhofen gezeigt. Also ich meine, das Wetter war schön. Es gab, glaube ich, sogar ganz netten Sonnenuntergang gerade. Die Berge kann man vom Bahnhof leider nicht sehen. Das ist ganz geil. Wenn man mit der S3 Richtung Süden fährt in München, dann muss man darauf achten, dass man in Fahrtrichtung am Fenster sitzt links. Dann kann man nämlich die Berge sehen. Das ist ganz schön, wenn man da so die schneebedeckten Alpengipfel erblicken kann aus der S-Bahn. Diesmal okay. Ja, genau. Mittwoch waren wir dann auch wieder im Büro. Da kam dann sogar noch ein weiterer Kollege, der remote arbeitet, also gar nicht bei einem Büro sitzt, in Baden-Württemberg irgendwo. Der hat sich ins Auto gesetzt und ist dann extra nach München gekommen, um uns dort zu treffen. Dann haben wir da eine gute Zeit miteinander verbracht. Und ja, das ist gerade, wenn man nicht mehr regelmäßig im Büro ist und dann auch noch irgendwie nicht so viele Kollegen in der Nähe hat, dann ist es einfach immer eine gute Zeit, sich im Büro persönlich zu treffen, in einem Konferenzraum zu sitzen, an einem Whiteboard stehen zu können. Das geht natürlich auch alles digital. Wir haben auch elektronische, digitale, vernetzte Tools, mit denen man das gemeinsam machen kann. Aber es ist ein Unterschied, ob alle zu Hause sitzen und mit der Maus auf einem Whiteboard, auf einem digitalen Whiteboard rumklicken, oder ob man in einem Raum ist und zum Whiteboard hingeht, sich einen Stift schnappt und einfach drauf rumkritzelt. Das hat eine andere Art der Interaktion. Und beides ist wertvoll, beides ist gut und gut, dass es das gibt. Und gerade das Digitale und Vernetzte ist natürlich jetzt durch die Pandemie noch viel wichtiger geworden. Wir haben das alle gut gelernt, wie das funktioniert. Aber ausschließlich nur das eine zu haben und auf das andere verzichten zu müssen, ist halt einfach doof. Deswegen ist es gut, dass wir ab und zu diese Gelegenheit haben und dann eben auch ergreifen, uns vorzutreffen. Ja. Abends sind wir dann noch gemeinsam essen gegangen. Und da hatten wir uns was in der Nähe vom Hauptbahnhof gesucht und die Arbeitskollegin dort hat das Irmi vorgeschlagen. Und ich kann das auch nur empfehlen. Das ist sehr lustig. So gut bürgerlich. Es gab so Fleischplatten und Burger, also viel mit Leberkäse und so. Also durchaus bayerisch, aber alles so ein bisschen modern angehaucht. Also zum Beispiel so ein Leberkäse-Burger und solche Sachen. Also das Modernere, das Hipsterigere mit dem Gutbürgerlichen verheiratet. Hat sehr gut geschmeckt, kann man empfehlen. Haben auch ein sehr gutes Bier. Weiß gar nicht, welches das war. Ich habe Märzen getrunken. Das kenne ich eigentlich erst aus Österreich. Zipfer, Märzen kennt man ja. Aber es war ein sehr schöner Abend, genau. So, Donnerstag auch nochmal gearbeitet und am Freitag und Samstag hatten wir dann noch für uns. Wir sind erst am Sonntag zurückgefahren. Am Freitag sind wir noch mal nach München reingefahren, aber nicht zum Arbeiten, sondern das junge Kind, mit dem ich unterwegs war, dann in München
einen Freund getroffen. Das ist so lustig, wenn sich dann übers Internet Freundschaften bilden und man hat sich 3 Jahre lang angefreundet, aber noch nie getroffen und dann sieht man sich zum ersten Mal. Das funktioniert sofort. Das hatten wir jetzt schon mehrfach, die Situation. Und das ist toll, genau. Ich habe eine schöne Zeit in München verbracht. Ich bin mit meinem Bruder in ein Instrumentengeschäft gegangen. Ich habe vergessen, wie es heißt, aber es gibt sehr zentral in München, in der Nähe vom Hauptbahnhof, in der Nähe vom, wie heißt der Platz da? Der Dingsbums, der hat zwei Namen, Stachus und Karlsplatz, glaube ich. Ja, heißt das Stachus? Oder ist das, da, nee, wie heißt denn das in Frankfurt? Das hat so ein ähnliches, ich habe es vergessen. Sage ich einfach mal Karlsplatz, genau, da ist ein großes Musikgeschäft und sind wir reingegangen, haben ein bisschen Gitarren angeguckt und Bässe angeguckt und Schlagzeuge angeguckt. Das ist ganz lustig. Und dann habe ich gefragt, haben Sie Basssaiten für einen 5-Saiter-Akustik-Bass? Und damit waren sie dann leider überfordert. Für meinen 5-Saiter-Akustik-Bass muss ich also weiterhin die Saiten online bestellen. Ja, genau. Nee, einfach nett gebummelt in der Stadt. Wir waren noch im Museum, genau. Es gibt das Bayerische Nationalmuseum in der Nähe von dieser Eisbachfälle. Da haben wir auch kurz geguckt, wie die Leute da am Surfen sind. War noch recht kalt in der Woche und die Leute sind trotzdem da mit Neoprenanzug da auf diese Eisbachwelle gestiegen und surfen da auf dem Eisbach rum. Ist lustig. Genau, und da ist dieses Museum, ich weiß gar nicht, warum wir uns das Kind wollte Waffen angucken, historische Waffen. Und da gab es irgendwie, wenn man nach Waffenmuseum München googelt, dann findet man das da. Und da gab es irgendwie ein paar, aber da gab noch viel mehr spannende Sachen in diesem Bayerischen Nationalmuseum. Was mich am meisten beeindruckt hat, sind die Globen, also nicht Globuli, sondern Globusse, was ist denn das? Ne, ich glaube, Globen ist schon richtig. Sehr, sehr große 2 Stück. Ein Globus der Erdkugel und ein Globus des Himmels sozusagen, auf dem man gucken kann, wie die Gestirne am Himmel stehen. Ich finde ganz lustig, dass das funktioniert, dass man irgendwie, ich meine, der Himmel über uns, wenn man sich den so anguckt, ist ja quasi, müsste man den Globus ja eigentlich von innen angucken. Aber diese Projektion auf eine Kugel von außen, die funktioniert halt genauso. Bin ich immer wieder überrascht und erstaunt, dass das funktioniert, aber es funktioniert halt. Genau, und die sind sehr groß. Die haben so einen Durchmesser von, weiß nicht, 1,20 oder noch größer, 1,50. Und sind sehr schön, sehr fein gezeichnet. Ich habe natürlich dann gleich mir irgendwie Europa angeguckt und habe dann auf die andere Seite habe ich dann Amerika angeguckt und war so ein bisschen irritiert, wo denn eigentlich San Francisco ist. Und dann habe ich geguckt, von wann ist denn dieser Globus? Und der war halt irgendwie von 1720 oder so. Also sehr, sehr alt. Und auch nur irgendwie nicht viele Jahre, nachdem Amerika überhaupt entdeckt worden ist. Also auch nicht viele Jahre. Also damals waren die Zeitverläufe alle noch langsamer. Heutzutage ist die Entwicklung ja sehr, sehr schnell. Also wenn man mal zurückdenkt, in den 90ern ist das WWW aufgekommen und das war irgendwie eine große Veränderung. In den 80ern gab es zwar auch schon Internetdienste, aber die kannte halt keiner. Die wurden dann Unis und im Militär benutzt. In den 90ern gab es dann diese Flut an AOL-CDs und auf einmal hatte halt eine breitere Öffentlichkeit Zugang zum Internet und in den 2000ern wurde es dann halt, ja, da kam dann ja auch die Dotcom-Welle und sowas alles. Und erst Mitte der 2000er kam dann die nächste große Veränderung, nämlich Smartphones. Und dann wurde es halt so langsam normal, dass jeder dieses neue Internet, das halt gerade erstmal 10, 15 Jahre vorher Verbreitung gefunden hat, dass das jeder in der Hosentasche mit sich rumtragen konnte. Und also diese Veränderungsschritte, die kommen im Moment halt sehr schnell. Na, jetzt kommt gerade irgendwie der nächste Schachzug in der KI-Entwicklung mit Generative AI, dazu hatte ich auch schon eine Sendung gemacht. Das sind Veränderungsschritte, die sind groß und einschneidend und kommen alle sehr schnell hintereinander. Und ich glaube, das war vor 300 Jahren nicht so, sondern
Da hat halt der Herr Kopernikus sich gedacht, man kann viel besser erklären, wie die Gestirne sich am Himmel bewegen, wenn man davon ausgeht, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht andersrum. Und dass die Erde eine Kugel ist. Das wusste man, glaube ich, schon länger. Das war dann ja erst hier dieser Typi, der dann mit dem Schiff den Seeweg nach Indien, nach Westen finden wollte. Der hat dann Amerika entdeckt. Und da waren die Zeiträume zwischen diesen großen Erkenntnisschritten, die waren und Veränderungen, die waren, glaube ich, einfach länger. Also es gab einfach mehrere Generationen, die aufeinander folgten, die eben nicht so große Veränderungsschritte hatten. Und heutzutage haben wir diese großen Veränderungsschritte halt innerhalb einzelner Generationen. Also als ich geboren worden bin, gab es halt nur Telefone, die an einer Schnur im Wohnzimmer oder im Flur angebracht waren. Und wenn man telefonieren wollte, dann musste man sich dort eben aufhalten, weil man damit nicht rumlaufen konnte. Heute hat man halt das Internet in der Hosentasche. Ja, genau, ich war zumindest dann doch sehr beeindruckt, wie detailliert und genau diese Karten waren. Und natürlich waren sie dann für die USA, also auch die Küstenlinien waren halt nicht ganz so genau und detailliert, wie man es heute weiß, aber doch schon ziemlich genau. Und natürlich gab es einfach San Francisco noch gar nicht. Also ich weiß nicht, wann San Francisco gegründet worden ist, aber eine Großstadt mit ihren, weiß ich nicht, was haben die jetzt, 500.000 Einwohner, es ist ja gar nicht so groß. San Jose ist ja viel größer. San Jose ist eine der 10 größten Städte in den USA mit über 1 Million Einwohnern. San Francisco hat deutlich weniger. Ist, glaube ich, nur halb so groß ist. Als Stadt aber natürlich ganz anders, weil es viel komprimierter ist, weil es dieses Downtown mit den doch sehr beeindruckenden Hochhäusern ist, die mit dieser Pyramide und jetzt dem Salesforce Tower und ja, die Golden Gate Bridge natürlich und so. Also San Francisco als Stadt hat schon echt viel zu bieten, ist aber von den Einwohnern deutlich kleiner als San Jose. Ja. Genau, diesen Globus, das fand ich sehr beeindruckend. Genau, und dann ein Raum weiter wurde es sogar noch mal beeindruckender. Da waren dann Planetarien, also nicht im Sinne von Planetarium im alten Wasserturm im Stadtpark in Hamburg, sondern so mechanische Geräte, mit denen der Lauf der Gestirne, also mit denen ein Sonnensystem quasi emuliert worden ist. In der Mitte die Sonne und dann eben die Planeten, die sich an Gestängen und Getrieben und so weiter drumherum bewegen. Und inklusive der Monde um Jupiter und Saturn. Bin ich auch wieder gestaunt, weil das ist auch sehr, sehr alt gewesen. 17. 18. Jahrhundert, irgendwie sowas. Und trotzdem hatten die halt schon sehr genaue Darstellungen. Ich meine, ja, in diesen Planetarien sind das natürlich irgendwie Kreisbahnen, die da irgendwie abgebildet werden. Und tatsächlich sind es ja eher Ellipsen. Also es sind Ellipsen, in denen sich die Planeten um die Sonne herum bewegen. Oder wurden das sogar Ellipsen? Nee, ich glaube, es sind Kreisbahnen, die da abgebildet sind. Ja, aber dass dann auch die großen Monde von Jupiter und eben auch von Saturn, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, dass sehr lange Zeit nur die Monde von Jupiter bekannt waren. Also das waren ja, glaube ich, die ersten, die Galileo entdeckt hatte mit seinem Fernrohr. Aber dass dann von Saturn auch so früh schon Monde bekannt waren, weiß ich gar nicht. Es sind ja die beiden Gasriesen, die sich immer drum streiten, wer gerade mehr Monde hat. Manchmal ist es Saturn, manchmal ist es Jupiter, je nachdem, wie viele Monde gerade neu entdeckt worden sind. Es werden ja immer noch neue Monde entdeckt, die um die beiden großen Gasriesen drumherum flitzen. Diese Monde sind natürlich also die haben halt ein paar sehr große Monde. Aber sehr, sehr viele auch sehr kleine Monde. Also die sind dann nicht mit unserem Mond vergleichbar, wenn man auf der Oberfläche dieser Gasriesen stehen könnte, was man natürlich nicht kann, und dann zum Himmel schauen würde, dann sähe man diese kleinen Monde nicht so schön und groß, wie wir hier unseren Erdmond
sehen können, denn unser Erdmond ist vergleichsweise groß. Es gibt nicht viele andere Monde im Sonnensystem, die vergleichbar groß sind. Ich glaube, Ganymed ist ähnlich groß wie unser Mond oder sogar größer. Habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf. Aber die meisten dieser, weiß nicht, bummelig 90 Monde, die diese beiden Gasriesen haben, die sind halt deutlich kleiner und die kann man dann eben nicht so. Also man muss sich jetzt nicht vorstellen, man steht auf einem Planeten, guckt hoch und sieht 95 Monde, die so groß und schön sind wie unser Mond. So kann man sich das leider nicht vorstellen. Ja. Aber also diese Modelle in dem Museum haben mich doch sehr beeindruckt. Und ich finde es immer schön, wenn man durch ein Museum geht und ja, da gibt es dann ganz viel Geschirr. Es ist eine sehr große Tafel aufgebaut mit so Tafelsilber. Es ist schön und es freut mich dann, sowas Schönes zu sehen. Aber es ergreift mich meistens nicht. Und diese beiden Globen und diese Planetarien, die haben mich dann doch sehr ergriffen. Und das war schön. Ja. Würde ich glatt nochmal hingehen, um mir das anzuschauen. Ist auch nicht teuer, hat irgendwie 7 Euro Eintritt gekostet. Kann man einfach mal machen. Ja, lustig war dann noch, es gibt gerade eine Sonderausstellung über Hüte. Mein Freund Christian, mit dem ich auch Musik mache, ist großer Hut-Fan, hat selber gerne Hüte und fotografiert vor allem gerne Menschen mit Hüten. Habe ich überlegt, ob ich in diese Sonderausstellung reingehe, aber so viel Zeit wollten wir dann gar nicht in dem Museum verbringen. Haben da also nur die Werbung dafür gesehen, aber im Museumsshop gab es dann interessanterweise auch einen extra Hut-Shop, und zwar Stetson, ein großer Huthersteller, hat diese Ausstellung gesponsert und wohl auch sehr großzügig gesponsert. Der Mann, der da im Museum arbeitet, war sehr redselig und hat sich gefreut, dass mal jemand kommt und mit ihm spricht. Er hat mir dann erzählt, dass dieser Sponsor dann eben darum gebeten hat, eben auch Hüte verkaufen zu können im Museum. Und das haben sie natürlich gerne gemacht. Und ich hätte mir beinahe eine neue Mütze gekauft von Stetson in einem sehr leuchtenden Quietsch. Gelb, orange, keine Ahnung, so ein dunkles Gelb, helles Orange. Ich fand sie toll. Die Familie hat Nein gesagt. Also ich habe ein Foto gemacht und in die WhatsApp-Gruppe gestellt und die meinten, nee, lass mal lieber. Und dann habe ich mir die Mütze nicht gekauft. Schade eigentlich. Ein bisschen mehr Selbstvertrauen, Herr Bayer. Einfach mal machen. Ja, der Verkäufer da meinte, total cool, dass sich mal jemand traut, überhaupt diese Mütze aufzusetzen. Naja, genau, am Samstag gab es dann noch ein weiteres Highlight für mich, und zwar bin ich mit meinem Bruder und seinem älteren Sohn mitgefahren. Der hatte nämlich ein Fußballspiel, der spielte in der B-Jugend von Otterfing. Ja, genau, in der B-Jugend. Und die hatten ein Fußballspiel in Grünwalde. Die sind Tabellenführer. Und Otterfing nicht so. Und zuerst hieß es auch so, oh, es sind nur 8 Leute da. Die anderen können irgendwie alle nicht. Sind krank oder keine Ahnung was. Dann haben sie aber zum Glück noch irgendwie Ersatzspieler aus der C-Jugend dazu bekommen, sodass sie wenigstens 11 Leute auf dem Platz hatten und sogar einen Auswechselspieler. Aber natürlich etwas ungünstige Bedingungen. Dann sind wir da auch wieder bei wunderschönstem Wetter hingefahren. Ich hatte meine Kamera dabei, schon ein paar Fotos gemacht und dann habe ich ein B-Jugendspiel beobachtet und meinen Neffen in der Innenverteidigung von TSV Otterfing. Nee, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Vielleicht auch nur SV. Keine Ahnung. ja, Fußballspielen gesehen. Das war toll, weil ja, ich selten bei Jugendfußballspielen bin und ich nicht genau wusste, was ich erwarten soll, so von der Spielqualität her, wie die das so machen. Und das ist natürlich sehr gemischt. Da gibt es dann Phasen, die sind dann sehr durcheinander und da geht es halt hin und her und keiner weiß so richtig, wie man das Spiel jetzt aufbauen muss. Aber in vielen Situationen sah das tatsächlich schon nach Fußball aus, sodass sie schon eine Idee haben, wie sie denn spielen wollen, wie sie dann die Laufwege machen und so weiter. Das sah sehr gut aus, von beiden Seiten übrigens. Und hat Spaß gemacht. Es war sehr windig und die Eckfahnen sind immer umgefallen. Die haben auf so einem Kunstrasenplatz gespielt. Und die Eckfahnen sind halt, haben nur ein kleines Fundament und stehen dann da so rum und der Wind hat sie immer umgepustet. Schiedsrichter war ganz lustig. Der kam sehr spät und die waren schon besorgt, dass sie keinen Schiedsrichter haben, das Spiel nicht anfangen können. Und dann kam
stand ich irgendwann so am Spielfeldrand, während sich die Mannschaften noch warm gemacht haben. Da kam so ein älterer Herr irgendwie, hat eigentlich nur gefehlt, dass er noch einen Rollator hat und sprach mich irgendwie etwas verwirrt in einem tiefen bayerischen Dialekt an. Und ich dachte, er will mich nur fragen, ob hier vielleicht gleich ein Fußballspiel ist oder ob er irgendwo auf Toilette kann. Ich wusste nicht genau, was er will. Stellt sich raus, es war der Schiedsrichter. Und er fragte halt nur, wo die Umkleide ist, so, dass er sich halt umkleiden kann. Und er hat dann das Spiel geleitet und er hat das gar nicht so schlecht gemacht. Also er war halt nicht der Schnellste. Und ich kannte das aber auch schon von anderen Amateurspielen, dass es dann eben, ja, es ist nicht so, dass es dort immer einen Dennis Aitekin gibt, der halt genauso fit ist wie die Fußballspieler und immer da sein kann, wo er dann sein muss. Außerdem gab es natürlich keine Schiedsrichterassistenten. Linienrichter nannte man die früher, die dann irgendwie helfen konnten, Abseits zu erkennen. Hat er dann uns Eltern gebeten, ein bisschen fair irgendwie drauf zu achten, wenn wir was sehen, dass wir dann eben ein Zeichen geben und so. Es hat am Ende funktioniert. Gab nur eine gelbe Karte, natürlich gegen meinen Neffen. Er ist ein leichter Hitzkopf. Und hat dann, nachdem er einen anderen Mitspieler gefoult hatte und es einen Freistoß gab, war er sehr ärgerlich und hat den Ball weggeschossen. Und für das Ball wegschießen hat er dann gelb gesehen. Weil das ja unsportlich ist. Also so ein Frust wegkicken. Naja. Alles in allem sehr faires Fußballspiel. Unverdient verloren. 1-0 ging es an Grünwalde. Die Mannschaften waren sich mindestens ebenbürtig und ein Unentschieden wäre durchaus gerechtfertigt gewesen. Leider wollte der Ball einfach nicht reingehen. Also auf der anderen Seite. Genau, ein tolles Spiel, hat Spaß gemacht, da Fotos zu machen. Und ja, kann man sich einfach mal angucken, wenn man sich für Fußball interessiert. Ja, genau, am Samstag war leider sehr, sehr schlechtes Wetter. Dann am Nachmittag, also vormittags war es schön, haben Fußball geguckt und gespielt, besser gesagt. Und am Nachmittag war es dann sehr verregnet, sind dann noch zum Tegernsee gefahren, der ist dann da gleich um die Ecke, also 20 Minuten mit dem Auto. Haben da einen Kaffee getrunken und ein Stück Kuchen gegessen. Das war sehr lecker, also das kann ich auch nur empfehlen. Am Tegernsee, lass mich nachgucken. Wie hieß das? Kaffee Lengmüller in Tegernsee. Das ist so sehr, sehr klassisch mit irgendwie, ja, alles schönes altes Holz und mit Kronleuchtern an der Decke, sehr leckere Apfelstrudel-Torte und selbstgemachte Pralinen. Ganz toll. Ich hatte gefragt, ob man zum Apfelstrudel Vanilleeis bekommen kann. Gab es leider nicht. Hinterher stellt sich raus, schräg gegenüber ist ein Eisautomat. Da hätte ich mir Vanilleeis rausholen können. Ich weiß nicht, ob ich das dann in dem Café an meinen Apfelstrudel hätte tun können. Aber das fand ich auch interessant. Da gibt es halt eine lokale Eismanufaktur und die haben da einen Eisautomaten, wo man sich so einen Topf mit 500 Milliliter Eis rausziehen kann oder 300 oder so. Haben wir nicht gemacht. War auch nicht das Wetter danach. Wir sind noch kurz am Tegernsee spazieren gegangen, einfach um ein bisschen frische Luft zu schnappen, aber im Nieselregen bei 5 Grad oder was das war, war es einfach nicht so schön. Egal. Genau, nee, einfach war ein schöner Ausflug, schön mal von München aus zu arbeiten. Ich mag die Stadt ganz gerne, es ist alles so ein bisschen entspannter. Ja, Hamburg ist auch entspannt, aber Hamburg ist halt so groß. Und München, habe ich immer den Eindruck, es ist alles ein bisschen kompakter und kleiner. Ja, genau, dann am Sonntag zurückgefahren. Habe ich noch irgendwas vergessen zu erwähnen, irgendwas auch Aufregendes? Achso, ich habe noch eine Empfehlung für einen Italiener. Da waren wir essen. Und zwar in Holzkirchen gibt es einen Italiener. Da gibt es auch einen guten Inder, Masala. Da waren wir aber diesmal nicht, sondern wir waren, ist das das? Da Tosto? Nee. Il Crostino, da waren wir. Il Crostino hat ganz fantastische Pizzen.
Also wirklich, das sah sehr gut aus. Und ich hatte eine Pasta mit Trüffel, Sahne und irgendwas. Rinderfilet, glaube ich. Das war auch ganz gut. War ein bisschen zu zahm. Was aber richtig gut war, war die Vorspeisenplatte. Also haben wir uns einfach gemeinsam zum Vorspeisenteller geteilt. Was waren da drauf? Also viel so Meeresfrüchte, aber auch viel Gemüse, so geröstete Paprika und sowas. Und das war, also das hätte schon gereicht eigentlich. Hätte ich mehr von diesen Vorspeisen bestellen sollen und noch eine Suppe oder so. Das war ganz fantastisch. Also kann man auch sehr gut hingehen. Muss ich nochmal bewerten, sehe ich hier gerade auf Google Maps, habe ich das noch gar nicht gemacht. Ja, genau. So, und wenn ich das Handy hier schon in der Hand habe, um rauszufinden, wie das hieß, kann ich auch gleich anfangen, Rilke vorzulesen. Wir sind in der 10. Duineser Elegie bei Position 1770, 25% in der Gesamtausgabe. Freilich, wehe, wie fremd sind die Gassen der Leitstadt, wo in der falschen, aus Übertönung gemachten Stille stark aus der Gussform des Leeren der Ausguss prahlt, der vergoldete Lärm, das platzende Denkmal, oh, wie spurlos zerträte ein Engel ihnen den Trostmarkt, den die Kirche begrenzt, ihre fertig gekaufte, reinlich und zu und enttäuscht wie ein Postamt am Sonntag. Draußen aber kräuseln sich immer die Ränder von Jahrmarkt, Schaukeln der Freiheit, Taucher und Gaukler des Eifers. Figürlich, nee, Moment. Und des behübschten Glücks figürliche Schießstadt, wo es zappelt von Ziel und sich blechern benimmt, wenn ein Geschickterer betrifft. Von Beifall zu Zufall taumelt er weiter, denn Buden jeglicher Neugier werben und trommeln und plärren. Für Erwachsene aber ist noch besonders zu sehen, wie das Geld sich vermehrt, anatomisch, nicht zur Belustigung nur, der Geschlechtsteil des Gelds, alles das Ganze, der Vorgang, das unterrichtet und macht fruchtbar. Gut. So viel zum Herrn Rilke. Jetzt kommt Herr Kant, Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Wir sind im zweiten Band auf Seite B 784 in der transzendentalen Methodenlehre. Im Abschnitt Disziplin im polemischen Gebrauche. Augen zu und zugehört. Gerade das Gegenteil von dem, was man hier anrät, muss in der akademischen Unterweisung geschehen, aber freilich nur unter der Voraussetzung eines gründlichen Unterrichts in der Kritik der reinen Vernunft. Denn um die Prinzipien derselben so früh als möglich in Ausübung zu bringen und ihre Zulänglichkeit bei dem größten dialektischen Scheine zu zeigen, ist es durchaus nötig, die für den Dogmatiker so furchtbaren Angriffe wieder seine, ob zwar noch schwache, aber durch Kritik aufgeklärte Vernunft zu richten und ihn den Versuch machen zu lassen, die grundlosen Behauptungen des Gegners Stück vor Stück an jenen Grundsätzen zu prüfen. Denn es kann ihm gar nicht schwer werden, sie in lauter Dunst aufzulösen, und so fühlt er frühzeitig seine eigene Kraft, sich wieder dergleichen schädliche Blendwerke, die für ihn zuletzt allen Schein verlieren müssen, völlig zu sichern. Ob nun zwar eben dieselbe Streiche, die das Gebäude des Feindes niederschlagen, auch seinem eigenen spekulativen Bauwerke, wenn er etwa dergleichen zu errichten gedächte, ebenso verderblich sein müssen, so ist er darüber doch gänzlich unbekümmert, indem er es gar nicht bedarf, darin zu wohnen, sondern noch eine Aussicht in das praktische Feld vor sich hat, wo er mit Grunde einen festeren Boden hoffen kann, um darauf sein vernünftiges und heilsames System zu errichten. So gibt es demnach keine eigentliche Polemik im Felde der reinen Vernunft. Beide Teile sind Luftfechter, die sich mit ihrem Schatten herumbalgen, denn sie gehen über die Natur hinaus, wo für ihre dogmatischen Griffe nichts
vorhanden ist, was sich fassen und halten ließe. Sie haben gut kämpfen, die Schatten, die sie zerhauen, wachsen wie die Helden in Valhalla in einem Augenblicke wiederum zusammen, um sich aufs Neue in unblutigen Kämpfen belustigen zu können. Es gibt aber auch keinen zulässigen skeptischen Gebrauch der reinen Vernunft, welchen man den Grundsatz der Neutralität bei allen ihren Streitigkeiten nennen könnte. Die Vernunft wieder sich selbst zu verhetzen, ihr auf beiden Seiten Waffen zu reichen und alsdenn ihrem hitzigsten Gefechte ruhig und spöttisch zuzusehen, sieht aus einem dogmatischen Gesichtspunkte nicht wohl aus, sondern hat das Ansehen einer schadenfrohen und hämischen Gemütsart an sich. Wenn man indessen die unbezwingliche Verblendung und das Großtun der Vernünftler, die sich durch keine Kritik will mäßigen lassen, ansieht, so ist doch wirklich kein anderer Rat, als der Großsprecherei auf einer Seite eine andere, welche auf eben dieselben Rechte fußet, entgegenzusetzen, damit die Vernunft durch den Widerstand eines Feindes wenigstens nur stutzig gemacht werde, um in ihre Anmaßung einigen Zweifel zu setzen und der Kritik Gehör zu geben. Allein es bei diesen Zweifeln gänzlich bewenden zu lassen und es darauf auszusetzen, die Überzeugung und das Geständnis seiner Unwissenheit nicht bloß als ein Heilmittel wider den dogmatischen Eigendünkel, sondern zugleich als die Art, den Streit der Vernunft mit sich selbst zu beendigen, empfehlen zu wollen, ist ein ganz vergeblicher Anschlag und kann keineswegs dazu tauglich sein, der Vernunft einen Ruhestand zu verschaffen, sondern ist höchstens nur ein Mittel, sie aus ihrem süßen dogmatischen Traume zu erwecken, um ihren Zustand in sorgfältigere Prüfung zu ziehen. Punkt. Da indessen diese skeptische Manier, die sich aus einem verdrießlichen Handel der Vernunft zu ziehen, gleichsam der kurze Weg zu sein scheint, zu einer beharrlichen philosophischen Ruhe zu gelangen, wenigstens die Heeresstraße, welche diejenigen gern einschlagen, die sich in einer spöttischen Verachtung aller Nachforschungen dieser Art ein philosophisches Ansehen zu geben meinen, so finde ich es nötig, diese Denkungsart in ihrem eigentümlichen Lichte darzustellen. So. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Kommt gut durch den Frühling. Ich wünsche euch ausreichend viel Schlaf, denn Frühjahrsmüdigkeit lässt sich am besten durch Schlaf bekämpfen. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.